Machtdemonstration vor dem Eurocup. Die Wasserfreundinnen Spandau 04 treffen in der ersten Bundesliga auf die Damen des SV Blau-Weiß Bochum und verteidigen ihren Platz an der Tabellenspitze. Die Gäste in den weißen Kappen sichern sich zu Beginn zwar den Ball, doch haben sie gegen den Kampfgeist der Wasserfreundinnen keine Chance. Wir haben am Anfang gut angefangen, dann im zweiten Viertel kurz ein bisschen nachgelassen, aber dann haben wir uns wieder gefangen und einfach das weitergespielt, was wir auch können. In der zweiten Halbzeit gelingen den Bochumerinnen noch zwei Treffer, bevor Dora Kangler den Sieg der Wasserfreundinnen mit dem 30:7 perfekt macht. Unsere Taktik war es, im Angriff Press zu spielen und dann in den Konter zu gehen. Das haben wir gut gemacht, wie man auch am Ergebnis sieht. Und auch das Spiel gegen den SSV Esslingen können die Spandauerinnen mit 20:3 für sich entscheiden. Wir nutzen natürlich jedes Spiel und jedes Training zur Vorbereitung für die wichtigen Spiele jetzt, also für das wichtige Spiel nächsten Samstag in Triest, und geben alles. Für die Damen der Wasserfreunde Spandau 04 gilt es nun, sich im Eurocup gegen die italienische Mannschaft Pallonato Triste zu behaupten und erneut ihre Macht zu demonstrieren.